Da ist halt ein Messer, ne? Das hätte ich schon gerne. Irgendwas könnte ich hier untersuchen. Ah. Da ist Öl. Okay. Oh, was ist das denn? Ah, da geht's runter. Oh nein, es ist super dunkel. Ich kann da nicht runtergehen. Hm. Investigate the storehouse. Container full of oil. Weiß halt nicht. Ich denke mal, wir müssen den Hund weglocken, theoretisch. Vielleicht brauche ich auch das Messer. Ich gucke mal, was passiert, wenn ich da hochgehe. Ah, guck mal, in den Backyard kann ich auch. Aha. Oh mein Gott, ist das dunkel hier. Ich kann ja aber auch nirgendwo anders hin. Ich kann nur da rein. Diese Holzbarrikade versperrt den Weg. Hm. Ja, okay, ich weiß, was wir da brauchen. Das kriegen wir aber erst später. Da ist ein... ein Hund, der Essen zerstört. Also es richtig reinfrisst. Und ja, der sieht halt sehr komisch aus. Da sollte ich lieber wegbleiben. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das die beste Wahl. Safe. Ich hasse das, wenn ich Horrorspiele spiele. Dann fange ich irgendwann an zu zittern. Ich meine, ergibt ja auch irgendwie Sinn, ne? Ja, aber sobald ich dann zittere, mache ich halt ultra viele Fehler. Stimmt, da war das. Also die Puppe ist da lang gegangen. Ich denke mal, wir müssen halt hier rein. Okay, 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 hier geht's nicht lang. Was der? Was? Reception Room. Aha, die Rezeption. Da komme ich nicht ran. Da komme ich nicht ran. Ja, ist okay. Da kommst du nicht ran. Ich dachte gerade, ich hätte eine Stimme gehört. Das ist ein wunderbar, extrem kräftig bewegendes Gemälde, das sehr... Oh. Ah, die kennen wir doch. Quicktime-Event. Noch mehr Quicktime-Events. Ich hab verkackt. Ich hab's geschafft, oder? Aua. Ich bin fast tot. Scheiße. Da ist jetzt aber nichts dahinter, würde ich sagen. Oh, dahinter ist ein zylinderartiger Safe. Das kriege ich ohne einen Schlüssel nicht auf. Na, erstmal Dame auf 6. Nein, keine Ahnung. Ich bin nicht so gut in Schach. Dame auf B6. Okay. Okay. Jetzt komme ich ran. Ein alter Schlüssel. Vielleicht... Achso, Moment. Da sind Puppen in diesen Glascontainern. Ist er dafür? Mit dem Schlüssel kriege ich das nicht auf. Fantastisch. Dann würde ich sagen, es ist wahrscheinlich für den Raum links, oder? Immer schön wachsam bleiben. Man weiß nie, wann die Eulen zurückkommen. Man weiß es nie. Ich denke mal, hier komme ich rein, oder? In die Archive. Ist versperrt. Alter Schlüssel? Nee. Ah. Ah, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten, die mir direkt einfallen. Entweder... Küche. Entweder hier. Oh, hoppala. Ah, Feuerholz erhalten. Aha. Okay, das war jetzt nicht die Idee, die ich hatte, aber ist auch gut. Kurz speichern mal wieder. Immer schön speichern. Da fühle ich mich sicher. Feuerholz. Okay, nee, brauchst du nicht hier machen. Okay, dann würde ich das vielleicht doch ins Feuer werfen? Hm. Ich hätte halt gedacht, ich muss das löschen, das Feuer. Die brennen sehr stark. Nein. Okay. Mit dem Schlüssel kann ich es nicht öffnen. Vielleicht ist der doch für hier. Ah ja. Ah. Ein Messer. Oh,
wenn ich mich recht erinnere, dann ist dieses Messer ein Überbleibsel von meinem, ein Erbstück von meinem Urgroßvater. Es könnte für etwas nützlich sein. Also kann ich es mir bestimmt ausleihen, richtig? Ein Dolch erhalten, wunderbar. So, wieder speichern. Speichern ist immer gut. Vielleicht kann ich jetzt in die Cafeteria gehen. Und den Hund abschlachten. Kann ja sein. Hallo. Da sollte ich wegbleiben. Okay. Container voller Müll. Also. Weiß nicht, ob ich hier unten eventuell die wegballern kann. Dagger. Okay, nein. Da schon mal nicht. Dann vielleicht doch noch im Dollroom? Welche Wege hatte ich denn gleich nochmal? Hier geht's lang. Archive, genau, das ist versperrt. Da komme ich nicht lang. Okay. Ich muss mich jetzt nochmal ganz kurz umgucken, weil ich nicht weiß, was wir noch so machen mussten. Was war hier? Die hat bei Mitternacht aufgehört. Okay, kann ich hier nicht machen? Hier drin war ja auch nichts mehr. Ich glaube, hier sind wir fertig. Das können wir uns sparen. Oh. Diese lebensgroße Puppe sieht aus, als wäre sie eine echte Leiche gewesen. Aber was ist denn hier passiert? Warum ist sie denn plötzlich tot? Das ist not gut. Ist versperrt. Stimmt. Feuerholz habe ich. Wo kann ich denn Feuerholz benutzen? Einfach einen großen Bogen drumherum machen. Ich speichere nochmal. Ich speichere immer. Okay? Okay, wir einigen uns einfach darauf, dass ich die ganze Zeit speichern werde. Wie eine kleine Pussy. Ach, jetzt kommt die wieder. Immer wenn die kommen, ist da oben so eine weiße Leiste. Ich weiß nicht, ob das meine Stamina ist. Oder mein Leben. Mein Leben kann es natürlich auch sein. Hier bin ich halt auch schon dreimal lang gelaufen. Nicht, dass hier was passiert. Ich habe echt Angst. Ein Kleid. Ja, sie wollte es wegschmeißen. Okay. Bye, bye. Ich bräuchte eine Lampe. Ich glaube, aber hier sind wir auch fertig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier noch weitergeht. Feuerholz. Feuerholz. Hier war ja Öl. Öl klingt ja gut für eine Lampe. Weil hier ist es ja dunkel. Also komme ich hier definitiv nicht lang. Okay, investigate the storehouse. Backyard. Vielleicht komme ich ja auch mit dem Dagger hier weiter. Die Barrikade. Snowball vielleicht? Kannst du hier rein? Nö. Ja, also hier komme ich erst später hin. Ich finde halt, dass Feuerholz hier Sinn ergibt, aber du brauchst noch einen Hinweis, wie du das nutzen musst. Ich bräuchte generell mal einen Hinweis gerade. Hello, was soll ich tun? Im schlimmsten Fall werde ich halt schneiden, ne? Wenn ich jetzt zu lange brauche. Ich muss gestehen, ich habe das ja schon mal gespielt, das Spiel, vor Jahren. Und ich weiß, dass ich mich im Voraus immer belesen habe, was ich tun muss, damit ich schneller vorankomme. Aber ich habe auch öfter tatsächlich das Let's Play dazu geguckt bei Nesfate. Deswegen kannte ich das Spiel auch auswendig. Aber ich habe das früher sehr, sehr oft gemacht, dass ich im Voraus die Komplettlösung gelesen habe. Ja, ja. Die Flammen, die brennen sehr stark. Also ich denke, ich muss die löschen, aber ich habe ja nichts, was mit Wasser irgendwie zu tun hat. Und Feuerholz ergibt mir gerade auch keinen Sinn. Wir haben zwar einen Dagger, aber klingt ja so, als müsste ich irgendwas damit aufschneiden. Aber ich wüsste gerade nicht, was. Ja, wie gesagt, ich glaube, das Badezimmer ist durch. Da haben wir den Gem, das haben wir aufgemacht. Hier finde ich halt ein bisschen komisch. Oder muss ich das hier zerschneiden? Ach, ehrlich? Ja, okay.
Jetzt haben wir... Ich weiß, ich hab's zerrissen, aber keiner sollte sauer werden, richtig? Ja, aber ich dachte, du nimmst vielleicht das Messer mit. Okay, wir haben ein Stück Stoff erhalten. Ich gehe aber auch immer wieder in dieses scheiß Badezimmer, ne? Ich weiß es nicht. Wo geht's hier lang? Das war zu, glaube ich. Kann ich dich verbinden? Du siehst ein bisschen... Okay. Bisschen hinüber aus, wollte ich sagen, aber okay. Klopf. Ein Stück Klopf. Ja, du willst deine Tochter finden. Die habe ich noch nicht, leider. Tut mir leid. Ein Stück Stoff. Ein Stück Stoff. Ergibt für mich jetzt auch gerade keinen Sinn, warum ich das hier nutzen sollte. Schöner Stuhl. Ich glaube, das ist, wie gesagt, für ein Rätsel, aber ich weiß gerade nicht, welches. Was war hier? Archive. Da brauche ich einen Schlüssel. Einen Schlüssel brauchst du. Ah ja, hast du nicht zugehört, oder? Okay, ein Stück Stoff. Cafeteria, Cafeteria. Nee, hier schon mal nichts. Ah, vielleicht kann ich sie tränken? Nee. Okay, schön. Ich dachte schon, der wird jetzt wieder auf mich aufmerksam, aber okay. Ein Stück Stoff. Braucht die Stoff? Denn ich habe Stoff und Schnaps. Oder muss ich da das Klopfdings reinmachen? Nee. Hallo, liebe Krähe. Hast du vielleicht eine Idee, was ich mit dem Stoff machen könnte? Denn ich weiß es gerade nicht so genau. Ich überlege gerade, wo waren wir denn noch nicht? Also... Was könnte denn passen? Ich gehe nochmal hier lang. War hier irgendwas? Ach so, nee, hier haben wir den Stoff herbekommen. Oder muss ich vielleicht da reingreifen mit dem Stoff? Nee. Hier war gerade ein Fragezeichen. Ich glaube deshalb, oder? Ich denke mir halt so, Girl, nimm doch das Messer mit. Warum schmeißt du das weg? Hier ist das Badezimmer. Was war hier gleich? Zu, oder? Wir haben Stoff. Und Schnaps. Ja, hier wäre bloß die Küche. Und hier ist die Cafeteria. Sind wir vielleicht doch noch nicht fertig hier? Oder habe ich was übersehen? Bei den Puppen oben oder so? Was ich mir noch vorstellen könnte, vielleicht ist der Stoff irgendwie wichtig für die Uhr oben. Dass wir da so reinballern können damit? Nee. Irgendetwas übersehe ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Das passt schon mal. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6. Also, pff. Scheint nicht wie eine Puppe zu sein. Möchtest du vielleicht Klopf haben? Oder du? Nein. Oh. Ah, da waren noch zwei. Also sind es 9? Also 7? Nee, 8, Moment. 7, 8, 11? Okay, schön und gut. Aber wo brauche ich das? 7, 8, 11. Vielleicht doch hier? Mann, keine Ahnung. Tja. Oder habe ich hier irgendwas vergessen? Muss ich hier noch irgendwas machen? Ist halt gar nichts, ne? Ah. Oh. Ich dachte, ich komme da nicht hin, weil ich ja für ihre... die Tochter irgendwie besorgen muss. Na gut, dann kommen wir jetzt zumindest voran. Ist doch schön. Wo waren die Archive gleich? Links? Sie macht 11, sie macht 11, sie macht 11. Sie macht 11. Archives Key. Schön. Dann mal rein in die gute Stube. Sehr gut, man kann hier speichern, das ist immer gut.
Ich mag bei dem Spiel, dass auch wenn man speichern kann, es nicht heißt, dass in dem Raum nichts passieren könnte. Finde ich irgendwie geil. Oh, was war das denn? Da sind Daten bezüglich lebenden Experimenten, also an lebenden Experimenten. Oh, da ist irgendwas dazwischen geklemmt, ein Zettel. Ah, ein Code. Schön. Und jetzt? Mama! Mama! Es tut weh! Hilf mir! Hilfe! Ich will heim! Ich will meine Mama sehen! Keine Sorge, ich werde dich zu ihr bringen, sobald das hier vorbei ist. Nein, ich will jetzt gehen, Mama! Mama! Keine Sorge, alles wird ganz in Ordnung sein. Wir möchten bloß diese Medizin an dir testen. Es könnte ein bisschen wehtun, aber sorge dich nicht. Du wirst dich bald sehr erleichtert fühlen. Nein, Mama! Stopp. Stopp, das will ich nicht. Mann, einfach umgeschubst. Mama, Mama. Ah. Gott, Pendant. Also ich würde jetzt sagen, das Pendant geben wir der Mutter. Oh, alte Bücher über das Okkulte. Hm. Und wieder überlebende Experimente, Daten. Das flammende Ei. Oh, an dieses Buch erinnere ich mich. Da geht es um ein Mädchen, das eine mysteriöse Kraft hat, mit dem es Feuer kontrollieren kann. Und sie sucht nach ihrer Familie, von der sie getrennt wurde. Und dabei sagt sie immer, verbrenn alles, was in meinem Weg ist. Und dann hat sie das getan mit ihren Gegnern. Aber ich glaube, am Ende, da hat die Power, also die Kraft, sie außer Kontrolle gebracht und dann hat sie die Welt zerstört. Sie hat ihre Familie letzten Endes nie gefunden. Und war ganz allein. Das arme Mädchen ganz allein. Wenn ich Vater verliere, dann bin ich auch ganz allein. Das will ich nicht. Ich muss Vater schnell retten. Alle verbrennen, die in meinem Weg sind? Ja, ich kann es verbrennen. Aber ich brauche etwas, womit ich Feuer anzünden kann. Hm. Also, ich glaube, da gab es einen Teil im flammenden Ei, dass man eine Fackel anzündet, mit der man Feuer machen kann. Ich werde das Buch nochmal angucken. Was? Okay, Moment. Flammendes Ei. Das Mädchen hat ihr Kleid mit einem Messer zerrissen, hat einen Fetzen gemacht und es um Feuerholz gebunden. Dann hat sie es mit einem Draht angezündet, um eine Fackel zu machen. She tied the rag on with wire. Okay. Also müssen wir jetzt Draht finden. Draht. Dann haben wir einen Draht zu unserem Vater. Ja, okay. Na, mal sehen. Ich bin sehr gespannt. Erstmal speichern. Die Story macht auch Spaß. Also egal, wie oft man spielt, ist schon geil. Guck mal hier, ich habe ein Pendant. Kann ich das nutzen? Pendant? Ah, es schwingt vor und zurück, als würde es nach etwas suchen. Oh, ich weiß nicht den Code. Habe ich nicht einen Hinweis gefunden? Das schon, aber kann ich die angucken? Ah, scheiße. Die roten Dolls. Das haben wir ja, glaube ich. Chang Room Heads Bathroom Planters. Ach so, Change oder so? Hä? Also erstmal die Kronleuchter in der Eingangshalle. Das waren, glaube ich, 3 oder 4. Die roten Puppen, das wissen wir, sind 9. Nee, 8 habe ich gesagt. Barrels in der Cafeteria. Pff, ja gut, schön. Müssen wir jetzt erstmal suchen gehen hier. Fantastisch. Also, 4 Kronleuchter. Barrels in der Cafeteria oder in der Kitchen? Was habe ich gesagt? Ich glaube Cafeteria, oder? Cafeteria. Also scheinbar doch eher in der Kitchen. Kacke. 3. Ah, hier sind noch mehr. Sehen die auch? 6. 8, 9. Ich würde jetzt sagen 9. Was war das letzte?
Bathroom Planters. Ich weiß gerade nicht, was Roomheads sind. Weil irgendwas mit Raumhüten minus die Badezimmer-Dinger. Okay, keine Ahnung. Also wir haben jetzt erstmal 4, 8, 9. Wo war das Badezimmer? Ich bin vorhin ständig rein. Hier, oder? Und was hier? Planters? Sind das die Körbe? Oder die Handtücher? Ah ja, ich weiß es nicht. Roomheads. Ach, Changing Room. Köpfe. Hüte. Oh mein Gott. Ich bin so dumm. Okay, also 3, 4, 5 Hüte. Sehe ich das richtig? 5 Hüte? Minus was? Bathroom Planters. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken. Die Pflanzen wahrscheinlich? Ein bisschen raus, ne? Aber jetzt habe ich richtig gut übersetzt und jetzt ist vorbei. Planters. Sind schon Pflanzen, ne? Pflanzgefäße, Blumentöpfe, okay. Also 5 minus 2 sind 3. Okay. 3. Dann gucke ich mal, ob ich den jetzt zusammenbekomme, diesen Code. Erstmal speichern. Okay. Die zweite Zahl müsste 3 sein. 4, 3, 9. 4, 3, 8, 9. Kann das sein? 4, 3, 8, 9. Nee. Verdammt. 4, 3, 8. 3, 5. 4, 3, 8, 6. Doch 4, 3, 8, 3? Nee. Oh mein Gott. Barrels in Cafeteria. Da waren doch gar keine, oder? Nein. Bruder. Jetzt muss ich nochmal suchen gehen. Oder habe ich einen verpasst hier? Nee, hier sind schon 4 Chandeliers. Das passt. 2, 4, 6, 8. Okay, ich muss doch nochmal in die Cafeteria gucken. Aber hier waren doch gar keine Barrels, oder? Ja, hier sind keine Barrels. Keine Fässer. Dann liegt es doch an diesem Bathroom Plant Dingsbummes, oder? Mein Gott. Okay, also 4, 8, 0 passt schon. Ich denke mal, es scheitert an der Zahl. Oh, ich habe scheinbar falsch gezählt. Waren da 3 Pflanzen eventuell? Das kann sein. Da sind Mamas Besitztümer. Oh, ich rieche Mamas Duft. Da ist eine Lampe drin. Oh, das ist gut. Es ist sehr dunkel. Es wäre schön, Licht zu haben. Ich leih das mal aus, Mama. Lampe erhalten. Sehr geil. Und das ist Mamas Parfüm. Arbeitet er immer noch? Liebe dich, Maria. Doktor? Vater? Ah ja, da bist du ja. Sagt Vater dir nicht immer, dass du nicht in den Keller gehen sollst? Mama? Ich wusste es. Er betrügt mich mit ihr. Ich kann das nicht glauben. Irgendein Mädchen, das auf der Straße aufgelesen hat. She mad. Oh, dieses dumme Ding! Okay. Mama war sonst immer so nett, aber an jenem Tag war sie wie eine andere Person. Ja, verständlich.
Dieses Parfüm. Ich werde es... Achso, ich habe es damals wieder zurück auf ihren Schrank gestellt, aber sie hat sich gut darum gekümmert. Das ist gut. Schließlich hat Mama das von Papa bekommen an ihrem Jahrestag. Ich werde das als Glücksbringer behalten, okay, Mama? Vielleicht muss ich den auch hier anwenden, den Pendant. Ah. Das ist ihr Anhänger. Mama! Colina! Mama! Oh. Und ein Gem. Das haben wir schon 7, fast die Hälfte. Das Spiel ist auch nicht so lang, also mal gucken, wie lange wir hier brauchen. Ich habe jetzt ein bisschen gebraucht für die eine Situation, über die wir nicht reden. Ja, man muss sich halt sehr gut umgucken, ne? Das ist schon wichtig. Moment, ich wollte hier lang, glaube ich. Kannst du bitte Key-Item die Lampe auffüllen? Geht das? Geht nicht. Container voller Öl. Interessant, der Ölcontainer scheint ja für mich doch wichtig zu sein. So, jetzt sagt sie wieder, es ist dunkel. Oh, die Lampe! Da steht jemand. Jetzt nicht mehr. Das Storehouse. Geht nicht. Okay, wir haben ja zum Glück Snowball dabei. Bitte, Snowball. Ich bin ein Hase. Okay. Draht erhalten. Ja. Oh. 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 Oh nein, die Lampe, das Licht ist ausgegangen. Warum geht sie nicht an, bitte? War da jemand hinter mir? Damals habe ich das als Thumbnail genommen, vielleicht mache ich das wieder. Stell dir das mal vor. Also, sich das alleine schon vorzustellen, macht mich fertig. Oh nein, eine Kartoffel. Verdammt. Okay. Gut, dann können wir jetzt nach unten gehen. Und alles anzünden. Firewood. So? Torch. Ah, Moment. Wo muss ich lang? Hier lang? Dann gehen wir in den Reception Room. Den Empfangsraum. Und zünden die Torch an. Die brennt nicht sehr gut. Ah, verstehe. Okay. I get it. Ich verstehe, was ich tun soll. Ich bin so unglaublich schlau. Also, ich gehe mal falsch, aber egal. Wir tunken. Genau. Die Torch erstmal hier rein. Plop, plop. Voller Öl. Mission clear. Öl gefunden. Wunderbar. Gut, dann gehen wir weiter. Erstmal um die Ecke. Und dann gleich hier rein.